أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلي آل بيته الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب قلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. صدق الله العلي العظيم. In den letzten Jahren haben wir sicherlich alle diese Beobachtung gemacht, Hat die Auseinandersetzung zwischen Schiiten und Sunniten speziell in den sozialen Medien sehr, sehr stark zugenommen. Vor allem durch das Hinzukommen solcher ähm, oder durch das Eintreffen solcher Plattformen wie TikTok ist es meiner persönlichen Meinung nach und meiner persönlichen Erfahrung nach extrem außer Kontrolle geraten teilweise. Speziell die Hetze gegenüber den Anhängern der Rechtsschule der Hellabete Alim Salam hat extrem zugenommen. Plötzlich, ihr alle kennt diese Videos. Plötzlich darfst du zwar von Juden und Christen Fleisch essen, aber wehe, es ist von einem Schiiten. Plötzlich sollst du lieber Alkohol trinken, als mit einem Schiiten zu, dich zu unterhalten, weil er könnte dich rechtleiten, äh, also in dem Fall irreleiten gemäß deren Ansicht. Bloß nicht mit einem Schiiten reden, weil er könnte dich ja auf andere Gedanken bringen. Und diese radikalen Prediger wachsen, wie wir sicherlich alle gesehen haben, wachsen leider wie Unkraut teilweise auf, auf dem, aus dem Boden und ziehen teilweise sehr viele unwissende Jugendliche an. Speziell, wie gesagt, auf solchen Plattformen wie TikTok oder YouTube sind diese radikalen, extremen Prediger sehr, sehr weit unterwegs und verbreiten eigentlich nur Hass unter den Muslimen. Sie stiften Fitna innerhalb Schiiten und Sunniten. Das heißt, sie versuchen, die Sunniten gegen die Schiiten aufzuhetzen. Und wir sehen, die Konsequenzen dieser radikalen Prediger sind sehr, sehr weitreichend. Zum einen die Sunniten selber, also auch sunnitische Jugendliche selber. Die beispielsweise als Hanefiten groß geworden sind oder aber als Malikiten oder Schafiriten beispielsweise, fühlen sich plötzlich diesem Wahhabismus, diesem Salafismus zugehörig. Wieso? Weil diese Prediger alle unter dem Deckmantel der Al-Sunnah sprechen. Sie alle kommen sagen, wir von der Al-Sunnah, wir sind die Mehrheit der Muslime. Wir als Mehrheit der Muslime sagen, die Schiiten sind Kuffar, als Beispiel. Viele sunnitische Jugendliche, die eigentlich nichts mit dem Wahhabismus oder Salafismus zu tun haben, fallen darauf rein. Sie sehen einen extrem langen Bart. Keine Ahnung, so eine Gebetsmütze beispielsweise, redet nur von Sunnah und Salam und so weiter und so fort und denken, das ist das, was der Islam letztendlich darstellt. Das ist das, was der sunnitische Islam ist. Und fallen darauf rein und denken also oder fühlen sich dann diesem Wahhabismus zugehörig, sodass sie dann anfangen, auch wenn sie von ihren Eltern als Hanifiten oder Malikiten beispielsweise großgezogen sind, fangen sie an, diesem wahhabitischen Weg zu folgen, diesem salafistischen Weg zu folgen. Das heißt, diese radikalen, sunnitischen, radikalen, wahhabitischen, salafistischen Prediger haben nicht nur einen Einfluss auf Nicht-Sunniten, sondern natürlich auch auf die Sunniten selber. Das heißt, diese, diese Jugendlichen, wachsen mit einer Idee auf, dass diese Minderheit des Salafismus und das ist in Wirklichkeit und tatsächlich eine Minderheit, die da spricht, diese extreme Minderheit, die besonders laut ist, sie wachsen damit auf und denken, das sind die Repräsentanten des Islams, das sind die Repräsentanten der al Sunnah wal Jama'a, ah, weil sie immer damit kommen und sagen, wir sind die ähm, al Sunnah wal Jama'a ah. und das Typische für diese Ausrichtung ist, jeder, der nicht so denkt wie sie, ist ein Kafir, ist ein Abtrünniger, ist ein mubtader ist ein so und so. Jeder, der nicht H, genau das Gleiche denkt wie diese radikalen Prediger selber, ist sofort Kafir, sofort Bida, sofort alles, was er macht, ist Haram. Teilweise wird sogar sein Blut für, für halal erklärt. Und das haben wir ja bei den salafistischen Predigern auch speziell in äh, arabischen Ländern gesehen, dass sie öffentlich vor die Kamera treten, ins, Fern-, äh, ins Fernsehen kommen. Und sagen, jeder, der einen Schiiten tötet, kommt ins Paradies. Und jeder, der bei einem Versuch stirbt, einen Schiiten zu töten, ist im Paradies. Mit solchen Predigern wachsen teilweise Jugendliche auf und fühlen sich dann, wie gesagt, diesem, dieser radikalen Ausrichtung zugehörig, weil diese Personen immer nur von Ahlus Sunnah wal Jama'a ah", -Sunna -Jama ah sprechen. Das heißt, in erster Linie werden also die sunnitischen Jugendlichen, die eigentlich gemäßigt sind, die eigentlich keinerlei Abneigung oder Hass gegen die Schiiten haben, oder wie äh, große Gelehrte der Al-Azhar Universität in Ägypten sagen, die schiitische Schule ist die fünfte Rechtsschule im Islam, es ist eine akzeptierte, anerkannte Rechtsschule im Islam, die Ja'faritische Rechtsschule, aber sie wachsen damit auf, dass die Schiiten nichts mit dem Islam zu tun haben. Aber natürlich hat es auch einen Einfluss auf die Schiiten selber. Zum einen habe ich persönlich jetzt zwei, ich sag mal zwei Reaktionen immer gesehen von diesen radikalen, ähm, radikalen Predigern. Zum einen die schiitischen Jugendlichen werden selber extrem unsicher. Das heißt, teilweise fangen sie selber an, bestimmte Sachen anzuzweifeln, die eigentlich selbstverständlich sind, wie beispielsweise das Kalifat, das Imamat, die Unfehlbarkeit, das Gebet, das Verschränken der Hände beispielsweise. Plötzlich heißt es: Warum müssen wir ähm, als Beispiel äh, Ali ibn Abi Talib als ersten Imam akzeptieren? Warum müssen wir die Ahlul Bayt akzeptieren? Wo ist der Beweis dafür, dass die Ahlul Bayt beispielsweise fehlerfrei sind oder unfehlbar sind? Und darüber werden wir inshallah diese Woche am Donnerstag noch einen extra Vortrag äh, halten über die Unfehlbarkeit der Propheten und der Ahlul Bayt. Also, das folgt inshallah. Aber sie fangen an, diese bestimmten grundlegenden Sachen zu hinterfragen. Und das habe ich schon öfters beobachtet, dass nach den Moscheen, nach den Vorträgen, Eltern zu mir kommen und sagen, kannst du bitte mit unseren Kindern reden, sie sagen, wir sind Kuffar, sie sagen, wir beten Steine an, sie sagen, wir beten Gräber an und so weiter. Sie sagen, wieso sagt ihr ja Hussein und ja Ali, eigentlich heißt es ja Allah, ihr macht Schirk. Wieso betet ihr auf einen Stein, ihr betet einen Stein an und so weiter und so fort. Wieso verschränkt ihr nicht die Hände im Gebet beispielsweise, das ist eine sunna des Propheten und so weiter und so fort. Das heißt, in erster Linie werden viele schiitische Jugendliche selber dadurch teilweise beeinflusst oder werden unsicher, und machen sich auf die Suche, haben aber keine Ansprechpersonen in ihrer Umgebung und glauben dann diesen radikalen Predigern, die auf diesen sozialen Medien unterwegs sind und fangen dann natürlich an, über ihre Eltern zu sprechen und verlassen den Weg der Ahlul Bayt A.S. Das ist also die erste Beobachtung, die man machen kann. Die zweite Beobachtung, die man hat als Reaktion auf diese radikalen Prediger, des Salafismus ist, dass eine entsprechende Gegenreaktion der Anhänger der Schule der Edelband an den Salam-Auftritt und das ist in erster Linie eigentlich verständlich, wenn auch nicht richtig, aber ich kann es verstehen. Ich kann verstehen, wenn ein Jugendlicher die ganze Zeit, sobald er in TikTok beispielsweise ist, die ganze Zeit sich anhören muss, dass er ein Kafir ist, dass seine Religion komplett falsch ist, dass das Fleisch, was äh, beispielsweise ein Metzgervater schlachtet, Haram ist und äh, die Muslime davon nicht essen dürfen und so weiter und so fort. Äh, hört dies 24 Stunden lang. Er selber kennt die Beweise, er liest sich das durch. Moment mal, das ist doch so eindeutig. Wie kann jemand die Wilaya von Ali ibn Abi Talib verleugnen? Wir haben Radir in den wichtigsten sunnitischen Büchern steht das drin. Wieso hören die das nicht? Wieso verstehen die das nicht? Wieso wird uns immer wieder vorgeworfen, wir sind Kuffar, wir sind Abtrünniger, wir machen Bid'a und so weiter und so fort? Was passiert? Eine zweite extreme Gegenrichtung entsteht. Das heißt, diese, dieser Extremismus der Wahhabiten, der Salafia. Ruft eine entsprechende Gegenreaktion hervor, die, eine, die ein anderes Extrem erschafft. Und das ist ein Extrem in den Anhängern oder bei den Anhängern der Schule der Ahl -Bayt, an Bayt. Das heißt, auch das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass diese Gegenreaktion, diese extreme Gegenreaktion immer stärker wird und immer mehr zunimmt. Und auch da sehen wir tatsächlich gewisse Parallelen, was alle extremen Strömungen irgendwie ähm, gemein haben, also Parallelen und Gemeinsamkeiten. Wie beispielsweise eines der, eines der größten Gemeinsamkeiten zwischen diesen Extremismus, egal ob sunnitischer Extremismus oder schiitischer Extremismus ist, jeder, der nicht so denkt wie Sie, für den wird irgendein Wort erfunden oder irgendein Wort wird für ihn missbraucht. Genauso wie beispielsweise die sunnitischen Extremisten, die Wahhabier, die Salafier beispielsweise. Jeder, der nicht so glaubt, wie sie, das glaubt, was sie glauben, ist ein Kafir, ist ein Mubtada, ist ein Mushrik, ist ein Sindir, ist ein Fasak und so weiter. Sie haben da eine ganze Palette an Worte, die sie für diese Person verwenden. Genauso auch die schiitischen Extremisten, sage ich mal, die dadurch entstanden sind, als Gegenreaktion darauf. Auch sie haben natürlich angefangen, jeder Schiite, der nicht mitzieht, der nicht die gleiche Ansicht vertritt wie sie, der vielleicht nicht die gleiche Methodik hat wie sie, wenn es darum geht, auf diese salafistischen Prediger zu antworten oder allgemein Shias und der Diskussion zu behandeln. Auch er wird als Battery bezeichnet, auch er wird als dies und jenes bezeichnet und wird zum ersten aus dem schiitischen Islam ausgeschlossen und in, 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 im schlimmsten Fall sogar aus dem gesamten Islam ausgeschlossen. Das heißt, auch das sehen wir ähm, als Gemeinsamkeit zwischen beiden Extremismen äh, oder zwischen dem Extremismus, den wir auf beiden Ausrichtungen haben. Das heißt, die Entwicklung, was wir haben, was wir beobachten können, ist eine unschöne Entwicklung. Eine Sache, die in eine ganz falsche Richtung geht. Und ich bin mir sicher, sowohl die gemäßigten Sunniten als auch die Schiiten sind nicht damit einverstanden, wenn es die ganze Zeit in Social Media Krieg gibt. Wenn die ganze Zeit jeder den anderen angreift, die ganze Zeit nur Hetze betrieben wird, Beschimpfungen. Irgendwann muss man doch sagen, irgendwann ist man es doch leid. Irgendwann ist es doch genug. Aber hier muss ich wirklich erstmal... Ein Lob aussprechen. Und zwar allgemein, wenn man das Ganze beobachtet, und ich bin jetzt auch öfters in den Social Media ähm, unterwegs ähm, und lese mir die Kommentare durch, das allgemeine Bild, was sich abzeichnet, meine persönlichen Erfahrungen nach, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber der äh, Schule der Albait angehörig bin, sondern was ich bisher gesehen habe, ja, trotz dessen, dass es auch im schiitischen Islam diese radikalen Strömungen gibt oder die entstanden sind, meiner Meinung nach ist, ist die Mehrheit immer noch diejenige, die vernünftig ist. Das heißt, wenn wir Beispielsweise Diskussionen haben, sehen wir, dass eine große Mehrheit ruhig bleibt, gelassen bleibt, sachlich antwortet, stets mit Beweise, wenn sie beleidigt werden, beschimpft werden, bleiben sie trotzdem ruhig. Und das ist wirklich eine Gruppe von den Anhängern der Schule der Elbe, die extrem gelobt werden und extrem hervorzuheben sind. Das heißt, trotz dessen, dass du beleidigt wirst, dass deine Religion beleidigt wird, dass deine, äh, dass deine Glaubenskonzepte beleidigt werden, trotzdem bleibst du ruhig und diskutierst sachlich, vernünftig, ohne zurückzubeleidigen, gemäß dem koranischen Prinzip. Das ist eine Sache, die ich extrem schön finde bei den Anhängern der Schule der Ahlul Bayt al -Salam. Aber auch Sehen wir beispielsweise innerhalb mancher Videos Kommentare auch von sunnitischen Muslimen, die gegen diese radikale Strömung entgegenwirken, gegen diesen radikalen Wahhabismus und Salafismus, die sagen, ihr seid keine Repräsentanten des sunnitischen Islams. Das, was ihr verbreitet und vertretet, das ist nicht der sunnitische Islam. Wir haben kein Problem mit den Schiiten. Wir sind damit aufgewachsen, dass unsere Nachbarn Schiiten sind. Wir haben uns immer gut verstanden. Vor 15, 20 Jahren wussten wir nicht einmal, was Schiiten und Sunniten sind. Jeder hat den anderen als Bruder gesehen, jeder ist mit dem anderen gut ausgekommen. Warum jetzt diese ganze Fitna und diese Zwietracht und diese Spaltung? Und immer sieht man irgendeinen Abul Barah und irgendeinen Sheikh Ibrahim. Und wie gesagt, wie Unkraut wachsen diese Leute aus dem Boden. Und jeder ist plötzlich der Obermufti, der Oberscheikh, und kommt und fängt mit der Hetze an zwischen den Muslimen. Und die Ersten, die darunter leiden, sind die Jugendlichen. Dieser Jugendliche, der aufwächst, der gemäß seiner natürlichen Veranlagung einen reinen Islam eigentlich befolgen will. Der wird, dessen Herz wird entweder mit Hass gefüllt, weil er diese Leute sieht, wie sie die ganze Zeit nur am Hetzen sind, oder aber er sagt sich, was ist das für eine Religion? Mit sowas will ich gar nicht mehr zu tun haben. Wieso? Entweder kommt er und es wird in ihm dieser Hass gesät. Die Schiiten beleidigen die Sahaba, die Schiiten beleidigen Abu Bakr und Omar und Uthman, radiallahu die Schiiten beleidigen die Ehefrau des Propheten, die Schiiten dies. 24 Stunden, als würde die Religion aus Schiiten bestehen. Die ganze Zeit wird darüber gesprochen. Entweder dieser Jugendliche glaubt das alles und wiederholt das alles, was er da hört und hat selber dann diesen Hass in seinem Herzen. Oder aber er sagt sich, was will ich mit so einer Religion, die nichts anderes kennt außer Hass und Fitna und Streit und in den Social Media habe ich gar keine Lust mehr drauf. Ich suche mir was anderes. Und das ist die Gefahr, die dadurch entstehen kann, wenn die Muslime sich 24 Stunden im Krieg befinden und die ganze Zeit nur am Diskutieren sind und sich gegenseitig bekämpfen. Was ist also das oder was ist also in dem Fall die Lösung und was können wir machen, um dem entgegenzuwirken und dass wir als Muslime standhaft bleiben gegenüber dem Extremismus, egal ob schiitischer oder sunnitischer Extremismus. Darum geht es. Und diese, dieser Beitrag wird sich in zwei Teile unterteilen. Das heißt, heute, in dem heutigen Beitrag, werden wir uns in erster Linie an die Anhänger der Schule der Elulbaid, einem Salam, wenden. Und sagen, wie wir mit dieser Problematik am besten umgehen. Und keine Sorge, im zweiten Teil werden wir natürlich auch auf die Sunniten eingehen und wie sie mit dem sunnitischen Extremismus umzugehen haben, damit wir insgesamt als Muslime endlich von, diesem, von dieser Fitna und diesem Streit rauskommen können. Das heißt, heute wollen wir eine. Bestimmte Analyse diesbezüglich machen. Und das wollen wir anhand folgender Punkte. Wir wollen erstmal herausfinden. Wir alle haben uns darauf geeinigt, dass der Heilige Koran das Zentrum der Muslime ist. Egal was diese Salafie und Wahhabiya und dieser extremistische sunnitische Islam verbreitet, von wegen die Schia würden nicht an den Koran glauben, die lassen wir, schieben wir komplett beiseite. Der Koran ist das Zentrum der Muslime. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hat gesagt, ich hinterlasse euch den Koran und meine Ahlul Bayt. Und das eine ist das größere Gewicht und das andere ist das kleinere Gewicht. Der Koran ist das Zentrum der Muslime. Lasst uns heute alle gemeinsam den Koran fragen, o heiliges Buch Gottes, wie oder was sagst du uns, wenn es darum geht, wie wir mit Andersdenkenden um, umzugehen haben? Sollen wir sie beleidigen? Sollen wir sie verfluchen? Sollen wir sie beschimpfen? Sollen wir die ganze Zeit nur über sie hetzen? Sollen wir die ganze Zeit Lügen über sie verbreiten? Was ist die koranische Methodik, um mit Andersdenkenden umzugehen? Zweitens, nachdem wir uns das große Gewicht angeschaut haben, schauen wir uns das kleinere Gewicht an, nämlich die Ahlul Bayt Wie gingen die Imame der Ahlul Bayt mit ihren Feinden um? Speziell beispielsweise Imam Ali salam nach der Kamelschlacht mit Aisha oder aber Imam Ali salam nach der Schlacht von Sufin mit Muawiyah oder Imam al-Hassan wenn die Leute ihn beleidigt haben oder Imam al kawam oder allgemein der Prophet Muhammad a .s. A .s., Wie sind sie mit den Feinden umgegangen, wenn sie beleidigt wurden, wenn sie angegriffen wurden. Was war ihre Methodik als die Verkörperung des Heiligen Korans? Drittens, wir wollen schauen, wie die aktuelle Situation der Schia in Deutschland ist. Das heißt, im dritten Punkt wollen wir uns anschauen, die Entwicklung der schiitischen Community in Deutschland. Wie war es vor zehn Jahren? Wie war es vor 15 Jahren? Wie ist es aktuell? Wie ist ihre Präsenz, ihre Gemeinden, ihre Aktivitäten, ihre Zusammenarbeit, ihre Zusammenhalt und was kann besser gemacht werden? Im vierten Punkt wollen wir dann auf einige gängige Fragen antworten, wie beispielsweise, sind alle, muss ich alles Sunniten hassen? Bin ich jetzt als Schiite verpflichtet, alle Sunniten zu hassen? Sind alles Sunniten Nawazs? Und was mache ich mit TikToker, die dies behaupten? Oder aber dürfen wir von Fleisch essen, was von Sunniten geschlachtet wurde? Dürfen wir Sunniten heiraten? Und so weiter und so fort. Also allgemeine Fragen. Danach wollen wir schauen, lieben die Sunniten die Mörder der Ahlul Bayt, im und wenn ja, wie kann man sie als Muslime bezeichnen? Darf ich die Heiligtümer der Sunniten öffentlich beleidigen? Und so weiter und so fort. Das heißt, im vierten Punkt gehen wir auf einige gängige Fragen ein. Und am fünften, oder zu guter Letzt, kommen wir dann zum fünften Punkt. Kommen nur Schiiten ins Paradies? Oder für wen wurde das Paradies von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen? Das heißt, in erster Linie wollen wir jetzt erstmal herausfinden, diese ganze Problematik, die wir haben, diese ganze Fitna und Streitereien, wir machen das, worauf sich alle Muslime geeinigt haben. Wir kehren zum Heiligen Koran zurück. Wir gehen zum Koran und sagen, o oh, Heiliges Buch Gottes, erkläre uns, sage uns, wie wir mit Andersdenkenden umzugehen haben. Was ist die koranische Methodik, wie wir mit denjenigen umgehen sollen, die jetzt nicht unserer Meinung sind beispielsweise, die jetzt eine andere Ideologie haben? Wir sehen ja, dass der Gesandte Gottes Muhammad Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam, als er die Botschaft bekam, als er den Islam verbreitet hat, als er die öffentliche Anordnung bekommen hat, den Islam zu verbreiten, sehen wir, wie der Prophet Sallallahu alaihi wa alai, mit seiner Community umgegangen ist. Fragen alle hier Zuhörenden. Gibt es einen einzigen Bericht darüber, dass der Gesandte Gottes Muhammad Sallallahu alaihi wa alai, in seiner Zeit in Mekka auch nur einen einzigen Krieg gestartet hat gegen die, gegen die Mekkaner hat der Prophet sallam jemals in seinem Leben überhaupt gesagt: „Lasst uns diejenigen angreifen, weil sie nicht genau das Gleiche denken wie wir“. Gibt es einen einzigen Bericht darüber, dass der Prophet ﷺ sowas getan hat innerhalb seiner gesamten Zeit in Mekka? Und was haben die Mekkaner, die Götzendiener, mit den Muslimen getan? Sie haben die Muslime gefoltert. Sie haben Bilal auf den Boden gelegt und einen Riesenstein auf seine Brust gelegt und gesagt, er soll den Islam abschwören. Sie haben die Eltern von Ammar bin Yasser getötet. Sie haben die Häuser der Muslime angegriffen. Sie haben ihre Waren zerstört. Sie haben die Muslime boykottiert. Sie haben die Muslime angegriffen. Der Prophet Muhammad, wenn er im Gebet stand, sie haben Tierexkremente auf ihn geworfen. Wenn die Muslime im Gebet standen, haben sie Steine genommen und auf die Muslime geworfen. Und so weiter und so fort. Innerhalb dieser ersten Jahre, wo der Prophet in Mekka war, haben die Muslime so viel Leid erduldet wie niemand sonst vielleicht vorher. Aber schaut, wie der Quran sagt, wie wir mit diesem oder wie der Prophet mit diesen Menschen umzugehen hat, wie die Muslime allgemein mit diesen Leuten umzugehen haben. Hatte gesagt, geht und tötet sie. Hatte gesagt, schnappt euch Schwerter und tötet die Meccaner. Wie oh Gesandter Gottes? Wie sollst du diese Botschaft an die Menschen heranbringen? Mit welcher Art und Weise? In سورة آل عمران verse 159, lesen wir einen بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. Das heißt, und in Anbetracht der Barmherzigkeit Allahs, warst du mild zu ihnen. Wärst du aber rau und harten Herzens gewesen, so wären sie dir davongelaufen. Darum vergib ihnen und bitte für sie um Verzeihung und ziehe sie in der Sache zu Rate. Das heißt eine Anordnung des gesamten Gottes, Muhammad Sallallahu alaihi wa alai, die er bekommen hat von Allah subhanahu wa ist diese Barmherzigkeit in deinem Herzen, wenn du mit Andersdenkenden umgehst. Das ist der erste Punkt, den wir mitnehmen. Wieso? Der Koran gibt dir die Begründung dafür. Er sagt, wenn du raub bist und mit hartem Herzen sprichst und eine harte Vorgehensweise hast, sie werden dir davongelaufen. gelaufen. Meinte der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa alai, wenn er kommt und den Muslimen zu, den, zu den Menschen und sagt, werdet Muslime, sonst schmort ihr alle in der Hölle. Werdet Muslime oder aber eure Haut wird für immer verbrannt und ihr werdet dies und jenes erleiden oder wir werden euch alle töten. Meint ihr, irgendjemand wäre Muslim geworden? Oder aber ist es so, dass der Prophet sallallahu alaihi kam und sagte, O ihr Menschen, schaut, wie viel Ungerechtigkeit und Tyrannei in eurer Gesellschaft existiert. Ihr begräbt die Mädchen lebendig, weil ihr Angst darum habt, dass ihr zu viel für sie sorgen müsst. Wisset, Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Menschen die Tochter geschenkt als Barmherzigkeit. Wenn ihr eine Tochter bekommt, ist es eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala für euch. Und wenn ihr einen Sohn bekommt, so ist es eine Name, einen Segen von Allah subhanahu wa ta'ala für euch. Wisset dies zu schätzen. Allah schenkt euch eine Tochter. Was kann es Schöneres geben für einen Vater, für eine Mutter, dass sie eine Tochter bekommen? Dass sie eine Sine bekommt, die Zierde ihres Vaters bekommen? Der Prophet sallallahu alayhi wa alayhi, kam und sagte: Ihr, oh, ihr Community, ihr habt große Probleme bei euch. Ihr seid Rassisten. Ihr denkt, schwarze Menschen sind nicht so, nicht so viel wert wie weiße Menschen. Ihr haltet Sklaven. Ich als Gesandter Gottes komme und werde diese Missstände aus der Community beheben, beseitigen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala schuf, schuf, schuf den Menschen und er schuf den Menschen und er schuf den Mann und die Frau. Und er hat nur ein einziges Kriterium gesetzt: in Er hat nur ein Kriterium gesetzt. Der angesehenste unter euch ist derjenige, der am gottesfürchtigsten ist. Nicht aus welchem Land du stammst, ob du Araber bist, Araber bist oder nicht, ob du weiß bist, ob du schwarz bist, ob du groß bist, ob du klein bist, klein bist, das alles spielt überhaupt keine Rolle. Ob du eine große Nase hast, eine kleine Nase, eine schiefe Nase, krumme Augen, was auch immer, das alles spielt überhaupt keine Rolle bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die einzige, die einzige, ich sag mal, die einzige Funktion, oder, die einzige voraussetzung der einzige maßstab der eine rolle spielt ist gottesfurcht wie sehr du allah subhanahu wa ta'ala liebst wie sehr, du, ähm, wie sehr du allah subhanahu wa ta'ala näher kommst das ist, die das ist der einzige maßstab der eine rolle spielt deshalb sehen wir die muslime sind gerannt zum Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. die Medinenser haben ihn eingeladen, haben gesagt: O oh Gesandter Gottes, o oh Muhammad, die Mekkaner wollen dich nicht. Wir haben gehört, was du sagst. komm zu uns. Wir wollen das, was du was du da gerade erzählst. Warum wollten sie ihn? Weil er barmherzig war. Wa arsalnaka illa alamin. Der Gesandte Gottes war die Verkörperung der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa auf dieser Erde. Deswegen wurde er von den Menschen angezogen. Deswegen der erste Koran versagt: Ja, auch wenn du auch wenn du in Gespräch bist mit andersdenkenden sei hab barmherzigkeit in deinem herzen denn wärst du rau und harten herzens so wären sie von dir davongelaufen keiner würde dir zuhören und wir alle haben dieses beispiel selber schon mal gemacht wenn du mit jemandem sprichst und du merkst er ist rau zu dir er antwortet schroff du merkst er runzelt immer die stirn du hast gar keine lust mehr mit ihm zu reden du, du, du sagst ihm geh von mir weg keine lust mehr auch nur ein wort mit dir zu wechseln aber stell dir vor, du redest mit jemandem und die ganze Zeit, lieber Bruder, schau mal, das, was du machst, ist nicht richtig. Guck mal, am Ende ist es für dein Wohl. Am Ende ist es nicht gut für mich, wenn du betest. Es ist gut für dich. Es erinnert dich an Allah Subhanahu Wa Taala. Es ist deine persönliche spirituelle Zeit am Tag. Er lächelt dich. Er sagt dir beispielsweise, wenn du Hilfe brauchst, komm zu mir. Du wirst angezogen von so einer Persönlichkeit. Und so war das Siegel der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Der Koran macht weiter.

Das, was ich gerade zitiere, ist das Buch Gottes. Es ist keine Überlieferung, dass jemand kommen kann und sagen kann, das ist aber Waif und äh, Sunan Tirmidhi sagt dies und äh, Ahmad ibn Hanbal sagt dies und äh, Sheikh al sagt dies und Majlisi sagt dies. Das ist der Koran, auf den sich alle Muslime geeinigt haben. Das ist die Methodik des Korans im Umgang mit Andersdenkenden. Es gilt für Schiiten als auch für Sunniten. Als für jeden, der La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt. Sallallahu alaihi wa, alayhi wa alayhi. Der Koran versagt. rufe zum Wege deines Herrn, mit Weisheit und schöner Ermahnung auf. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung. Das heißt, mit dieser Barmherzigkeit im Herzen vom ersten Vers, rufe nun auf zum Wege deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung. Und ihr wollt streiten, o oh ihr Muslime, ihr liebt es zu streiten, streite. Und streite mit ihnen auf die beste Art. Der Koran sagt nicht, Also streite nicht mit ihnen auf, die, auf eine gute Art. Es gibt Hassan und es gibt Ahsan. Der Koran sagt, das, ist das heißt, der Koran sagt, es reicht nicht, dass du nur gut mit ihnen streitest, du sollst auf die beste Art und Weise mit ihnen streiten. Streit bedeutet nicht immer, dass man sich beschimpft und beleidigt und laut ist. Nein, diskutiere mit ihnen auf die schönste Art und Weise, mit Weisheit und schöner Ermahnung. Frage, ist es von der Weisheit... Dass ich jetzt zu jemandem komme, der jetzt daran glaubt, dass eine bestimmte Persönlichkeit gut ist, weil er damit groß geworden ist, weil er es nicht anders kennt, ist es von der Weisheit zu kommen und vor dieser Person, diese, äh, vor, vor, dieser, vor diesen Menschen, diese Person zu verfluchen, die er liebt, zu beleidigen, die er liebt. Ist das Weisheit? Ist das Hekma? Ist es eine schöne Ermahnung? Ist das Streit auf die beste Art und Weise? Oh ihr, Ahlus ah, wenn ihr mit Schiiten diskutiert, ist es die beste Art und Weise, damit anzufangen, zu sagen, du Grabanbeter? Du Steinanbeter, du Rafidhi, du Muschrik, du Kafir. Ist das Weisheit, ist das schöne Ermahnung, die der Koran hier sagt? Das heißt, das, was wir hier lesen, das geht für Muslime insgesamt, für Schiiten als auch für Sunniten. Jeder, der sich nicht daran hält, soll nicht behaupten, ich bin ein Muslim und ich befolge den Koran. Nein, du befolgst nicht den Koran. Du befolgst den Koran in dem Sinne, das, was dir gefällt, das, was dir nicht gefällt, lässt du weg. Das ist der Koran, das ist die Methodik des Korans, wie man mit anderen umgehen soll mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen auf die beste Art. Wahrlich, dein Herr weiß am besten, wer von seinem Wege abgehört ist. Und er kennt jene am besten, die rechtgeleitet sind. Du diskutierst mit jemandem und denkst, diese Person kommt für immer ins Höllenfeuer. 100 Prozent. Wie kann ein Rafidhi nicht in der Hölle landen? So nach dem Motto. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wer rechtgeleitet und wer irregeleitet ist. Du, Schiite, der mit dem Sunniten gerade diskutierst, er liebt Abu Bakr. Wie kann jemand... Wie kann jemand ins Paradies kommen, der den Mörder Fatimas liebt? Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten, was in dieser Person vor sich geht. Und dazu kommen wir natürlich noch, inshallah, was es damit auf sich hat. Das haben wir ja extra auch als Punkt erwähnt äh, gehabt. Das heißt, am Ende, unsere Aufgabe besteht nicht darin, mit Zwang irgendwelche Leute recht zu leiten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, Bismillahirrahmanirrahim, lan tahdi Wahrlich, du leitest nicht den recht der recht geleitet äh, den du gerne recht leit, gerecht geleitet sehen möchtest aber allah leitet den recht den er recht leiten möchte deine aufgabe ist die verkündung der wahrheit mehr auf mehr hast du gar, gar keinen einfluss das heißt wir sehen also der koran sagt barmherzigkeit im herzen du sollst mit weisheit und schöne ermahnung äh, mit ihnen diskutieren auf die schönste art und weise mit ihnen äh, streiten und jetzt schaut wie der koran zu denjenigen spricht, die nicht auf dem geraden Weg sind. Frage, wenn ich jetzt mit jemandem diskutiere, in der Regel ist es immer so, ich bin auf dem rechten Weg und du bist falsch. Ich komme ins Paradies und du in die Hölle. Normal, Standard im Kopf, wenn ich mit jemandem diskutiere, ich bin auf dem richtigen Weg, er kommt in die Hölle. Frage, wer kann von sich mehr behaupten, dass er auf dem rechten Weg ist, als Allah, also auf der, auf der Wahrheit ist, als Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist die Wahrheit. Wer kann mehr von sich behaupten, der Wahrheit zu folgen, als der heilige Koran, als das Siegel der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Trotzdem schaut in Surah 34, Vers 24, wie der Koran, welche Methodik er benutzt, wenn er zu den anderen spricht. Bismillahirrahmanirrahim. Schaut diese Methodik an. Der Koran sagt, entweder... Wir sind oder ihr seid auf dem rechten Weg oder in offenkundigem Irrtum. Das heißt, der Koran, die absolute Wahrheit, wenn dieser Koran zu den Ungläubigen spricht, sagt, komm, lass uns sitzen. Entweder sind wir auf dem richtigen Weg oder ihr. Keiner von uns würde aus seinem Hochmut und seinem Stolz heraus sowas behaupten können. Wer von uns hat schon mal gesagt, komm, lieber Sunnite, komm, lieber Schiite, wir setzen uns. Entweder bist du auf dem richtigen Weg oder ich normalerweise 90%, ich bin auf dem richtigen Weg, du aber nicht und jetzt muss ich dich recht leiten. Das ist jetzt meine Aufgabe, ich muss dich recht leiten. Der Koran sagt, kommt herbei, entweder sind wir auf dem richtigen Weg oder auf dem falschen Weg oder ihr seid auf dem richtigen Weg oder auf dem falschen Weg. Das ist die Methodik des Korans. Schaut, wie sehr wir den Koran vernachlässigt haben. Würden wir diese Verse in unser Herz implementieren, würden wir nach diesen Versen handeln, dann gäbe es all diese Fitna nicht, die wir heutzutage in TikTok sehen. Aber der Koran liegt im Regal, verstaubt und den lesen wir nur, wenn jemand stirbt und dann nur Surat Yasin. Der Koran besteht aus drei Suren, Fatih und Ikhlas, lesen wir im Gebet und wenn jemand stirbt, Surat Yasin, Punkt, aus. Die anderen Verse haben wir komplett vernachlässigt. Das sind Verse des Korans in Surah Al-Imran, in Surah äh, al-Nahl beispielsweise, in Surah 34, Surah 23, Surah 6 und so weiter und so fort. Alles Verse, die uns aufzeigen, wie wir mit Andersdenkenden umgehen sollen. Weiter geht es in Zora 23, Vers 96, damit ihr seht, es ist nicht nur ein oder zwei oder drei Verse, die darüber sprechen. Zora 23, Vers 96. Wäre das Böse mit dem ab, was das Beste ist. Wir wissen recht wohl, was für Dinge sie behaupten. Hi a. Nahnu a bima Frage, wenn der Koran sagt, wäre das Böse mit dem ab, was das Beste ist. Wenn niemand mich beleidigt, beleidige ich dann zurück? Oder sage, möge Gott sich recht leiten und ich gehe einfach? Wenn jemand anfängt und ich merke, diese Person ist nicht auf der Suche nach der Wahrheit, er will mich nur provozieren, er will mich nur ärgern, lasse ich mich drauf ein, gehe ich auf sein Niveau hinab? Oder sage einfach, mach das, was du willst, lakum dinukum, din Meine Vorbilder sind die Ahlul Bayt, sondern Wer deine Vorbilder sind, das wissen wir. Da brauchen wir gar nicht drauf einzugehen. Das ist der Koran. Oder aber in Sure 6, Vers 108. Und schmäht die nicht, welche sie statt Allahs anrufen, sonst würden sie aus Groll ohne Wissen Allah schmähen. Die Methodik des Korans sagt, beschimpfe nicht die Heiligtümer der anderen, weil als Gegenreaktion deine Heiligtümer beschimpft werden. Und das ist eine Logik, die jeder Mensch verstehen sollte. Sollte, sage ich. Eine Logik, die jeder Mensch verstehen sollte. Beleidige seine Heiligtümer nicht, sonst werden nicht, damit nicht deine Heiligtümer beleidigt werden. Wie viele, und das ist eine wirklich sehr, sehr traurige Wahrheit, wie viele Schiiten, wie viele Anhänger und Liebende der al Bayt, wie viele diejenigen, die jeden Tag eventuell Dua für Imam Sahib al-Asr al-Zaman, al-Sharif ala, machen, sind dafür verantwortlich, dass der Imam ihrer Zeit beleidigt wird. Sie kommen und beleidigen bestimmte Heiligtümer des Sunniten beispielsweise und als Reaktion wird dein Imam beleidigt. Du glaubst an einen Mahdi, der in einer Höhle ist. Du glaubst an einen Mahdi, der versteckt ist, der Angst hat, herauszukommen. Ihr kennt all diese Worte, ich will diese nicht wiederholen. Walai'adhu Billah. Aber warum machen sie dies? Du bist der Grund dafür, dass Leute anfangen, Imam al-Mahdi zu beleidigen, weil du nicht imstande bist, dieses koranische Prinzip in dein Leben einzubauen. Weil dein Kopf und dein Intellekt es nicht verstehen will, dass wenn du andere Heiligtümer beleidigst, deine Heiligtümer auch beleidigt werden. Ja. Viele trauen sich nicht, Imam Ali a.s. zu beleidigen. Ja, sie bringen bestimmte zweifelhafte Überlieferungen, dass Imam Ali a.s. beispielsweise ähm, das Vater immer verärgert über, über ihn war, weil er die Tochter von Abu Jahl heiraten wollte und so, irgend so ein Schwachsinn, was Ibn Taymir sich zusammengereimt hat. Ja, sie trauen sich vielleicht nicht, direkt Imam Ali zu beleidigen oder Imam Hassan oder, oder Imam Hussein. Der Erste, den sie anfangen zu beleidigen, ist Imam al-Mahdi sharif Und der Grund dafür bist du, weil du nicht imstande bist, den Koran zu lesen und seine Lehren auf dein Leben anzuwenden. Wie willst du den Imam, ta'ala Faraj sharif irgendwann begegnen? Und du bist der Grund dafür, wieso andere Muslime ihn beleidigt haben? Was willst du antworten? Weil du nicht imstande bist, nachzudenken, ein bisschen besinnen, ein bisschen mal diesen, diesen Stolz und diesen Hochmund, diesen Egoismus und Arroganz mal ein bisschen runterzuschrauben, ein bisschen sachlich vorzugehen mit Beweise zu sprechen, vernünftig zu sprechen, ohne zu beleidigen, ohne zu schmähen, weil als Reaktion werden deine Heiligtümer geschmäht. Und wie oft haben wir das gesehen? Seid mal ehrlich zu euch selber. Wie oft haben wir gesehen, dass andere Muslime anfangen, den Imam zu beleidigen, weil sie sagen, oder als Reaktion darauf, weil du ihre Heiligtümer beleidigt hast? Du bist der Grund dafür. Und ich will nicht wissen, wie die Antwort dann später sein wird. Das waren nur einige Verse, um zu schauen, wie der Koran mit Andersdenkenden umgeht was ist aber, das war das große Gewicht was ist mit der Verkörperung des Heiligen Korans was ist mit dem kleineren Gewicht, die Ahlul Bayt wir alle behaupten noch, wir sind Anhänger und Liebende der Ahlul Bayt wir sind Shi'a Ali, wir haben tausendmal 313 auf unserem Körper tätowiert und tragen solch eine riesen kette unsere Brust ist todesrot in Muharram weil wir uns so krass auf die Brust schlagen wir sind Liebende von Ali ibn Abi Talib, okay du bist Liebender von Ali ibn Abi Talib, okay Du bist liebender von Gesandten Gottes, von Fatima, von dem Imam der Hilbeid? Okay. Der Koran hat auch hier ein Prinzip. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, dann wird Allah euch lieben. Vom Prinzip her bedeutet es, wenn du jemanden liebst, dann mach das, was er macht. Handle gemäß dessen, wie er gehandelt hat hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa jemals die heilige Stimme der anderen geschmäht, beleidigt gegenüber ihnen gegenüber? Hat Imam Ali ibn Abi Talib salam, dies getan? Wie haben sie mit ihren oder wie sind sie mit ihren Feinden umgegangen? Wie ist beispielsweise Imam Ali al mit Aisha umgegangen? Aisha, die Ehefrau des Propheten nach dem Tod des Propheten, was hat sie dort alles angestellt? Sie, 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 sie saß auf einem Kamel und hat eine Armee geführt gegen den Imam ihrer Zeit. Ali ibn Abi Talib, das sind historische Tatsachen. Das ist weder eine Beleidigung noch eine Schmähung, wenn ich das erwähne. Das sind historische Tatsachen, mit der sich jeder auseinandersetzen kann. Und kein einziger Muslim kann das verleugnen. Ja, sie kommen und sagen, entweder Abdullah bin Sabah hat Fitna gestiftet, oder aber es gab ein Missverständnis, oder aber sie wollte eigentlich nur kurz an die frische Luft und plötzlich war sie da auf dem Kamel und 10.000 Muslime waren im Krieg gegen Ali ibn Abi Talib und so weiter und so fort. Was für ein größeres Verbrechen gibt es, als gegen den Imam der Zeit zu kämpfen? Der Prophet ala, sagte, gemäß dem Hadith, den alle Muslime akzeptieren: Man mata wa yarif imam zamanihi mata jahiliya. Wer stirbt, ohne den Imam seiner Zeit zu erkennen, stirbt den Tod der Unwissenheit. Aisha hat den Imam ihrer Zeit bekämpft. Ohne Zweifel war Ali ibn Abi Talib, in, ich sag mal, gemäß der Konsens aller Muslime war Ali ibn Abi Talib, als er vierte Khalifa, der Imam der Zeit. Und sie ist im Krieg gegen ihn gezogen. Okay, was hat der Imam mit ihr gemacht? In der al-Balare lesen wir, was der Imam mit ihr gemacht hat. Hat er sie beleidigt? Hat er sie beschimpft? Hat er, hat er ihr Sinner vorgeworfen? Und keine Sorge, über Aisha werden wir ausführlich sprechen. Es ist derzeit eine Biografie von Aisha in Arbeit. Das heißt, genauso wie wir eine Biografie über Abu Bakr und Omar haben, wird es bald inshallah auch eine Biografie über Aisha geben. Und da werden wir auf alle Aspekte eingehen, also nicht voreilig sein. Aber schaut, wie der Imam mit ihr umgegangen ist trotz dessen, dass sie für den Tod von über 10.000 Muslimen verantwortlich ist, dass sie gegen den Imam ihrer Zeit aufgestanden ist, als sie verloren hat in der Kamelschlacht, 156. Predigt in Nahjil Balare, schlagt es alle nach. Von Sharif Ravi, 156. Predigt an die Bewohner von Basra. Könnt ihr nachlesen, entweder auf Islam.de oder bestellen, das Buch bei Islamica. Schaut, was Imam Amir al-Mu'minin sagte. Er sagte... Aber was diese Frau, also was Aisha anbelangt, so hat die unkontrollierte Meinung von Frauen von ihr Besitz ergriffen Und Groll brodelte in ihrer Brust wie der Kessel des Schmieds. Und selbst wenn sie dazu aufgerufen werden würde, jemand anderem als mir solchen Schaden zuzufügen, sie hätte es nicht getan. Imam Ali spart hier nicht mit seinen, mit seinen Beschreibungen. Er sagt sinngemäß, dieser Hass in der Brust von Aisha erbrodelt wie, in, wie ein Kesselsuppe, sage ich mal. Wie ein Kessel Suppe, wenn wenn es kocht oder wie Wasser, wenn es kocht, es brodelt. Kennt ihr dieses Brodeln? So war der Hass von Aisha gegenüber Ali ibn Abi Talib. Es brodelte in ihrer Brust. Und wenn man ihr sagen würde, tu das, was du gerade Ali angetan hast, jemand anderem, sie würde es nicht tun, weil sie sehen würde, was für ein großes Verbrechen das wäre. Aber gegen Ali hat sie es getan. Wir brauchen nichts von Aisha schön zu reden. Die, die Ehefrau des Propheten, der, der Prophet Nur hatte auch eine Ehefrau, die im Koran getadelt wird. Der Prophet Lot hatte auch eine Ehefrau im Koran, die getadelt wird. Das nur weil jemand eine Frau des Propheten darstellt, das ist überhaupt keine Rechtfertigung oder Aussage. Und dass jemand kommt und sagt, sie sind aber die Mütter der Gläubigen, die Mutter der Gläubigen, dass man nach dem Tod des Propheten sie nicht heiraten darf. Es gibt gute Mütter, es gibt schlechte Mütter. Und einmal kam jemand, eine Frau zu Aisha, und sagte zu ihr, O oh Aisha, was sagst du über eine Mutter, die zehn, die, die, ihr, die ihr eigenes Kind tötet? Jemand kam zu Aisha, eine Frau kam zu Aisha und sagte zu ihr, O Aisha, was sagst du über eine Mutter, die ihr Kind tötet? Sagte er, ins Höllenfeuer. Und daraufhin sagte sie zu ihr, und was sagst du über eine Frau, die für den Tod von 10.000 ihrer Kinder verantwortlich ist? Wenn du als Ehefrau des Propheten die Mutter der Gläubigen bist, du bist verantwortlich für den Tod von 10.000 Muslimen. Was ist dann dein Urteil? Aber trotz all dessen schaut, wie der Umgang des verkörperten Korans ist. Er sagte, Ihr gebührt nach all dem dennoch ihre ursprüngliche Ehrung als Witwe des Propheten. Und die Abrechnung liegt bei Allah dem Erhabenen. Das ist Ali ibn Abi Talib <.s>.. Ali hat aufgezeigt, er hat nicht gesagt, wir vergessen, was sie gemacht hat, wir kehren das alles unter dem Teppich, das war nur ein Missverständnis, sie meint es gar nicht so. Nein, er hat genau seinen Finger in die Wunde gemacht, sage ich mal, und gesagt, das ist das, was Aisha in dem Fall gemacht hat. Sie hasst mich, ihr brodelt es in, in, in ihrer Brust mit dem Hass mir gegenüber, aber. Ich bin der sprechende Koran. Ich habe von meinem Liebling, den Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa alai, gelernt. Und ich sage, ihr gebührt nach all dem, was sie getan hat, ihre ur ursprüngliche Ehrung als Witwe des Propheten und die Abrechnung liegt bei Allah, dem Erhabenen. Die Geschichte wurde Zeuge von dem, was passiert ist. Im Jahre 2023 werden sich Geschwister hier versammeln bei Discord und über ihre Schandtaten sprechen, über ihre Verbrechen sprechen, aber genauso werden sie auch darüber sprechen, wie ich als Fürst der Gläubigen mit ihr umgegangen bin. Wir nehmen nicht nur einen Teil des Verhaltens von Ali und verwerfen den anderen Teil. Wir nehmen die Gesamt, das gesamte Verhalten von Emir al-Mu'minin a.s. Konnte er Aisha nicht beleidigen? Konnte er Aisha nicht verfluchen? Konnte er Aisha nicht töten? Und so weiter und so fort. Das, was dein Imam macht, machst du auch. Wisst ihr, es gibt zwei Leute, die untergehen werden. Zwei Leute, für die der Untergang vorgesehen ist. Leute, die hinter ihrem Imam bleiben, das heißt ihrem Imam nicht folgen und Leute, die vor ihrem Imam laufen, weil sie meinen, sie wissen es besser als ihr eigener Imam. Nur die sind errettet, die mit ihrem Imam gehen. Nicht allzu weit hinter ihm und nicht allzu weit vor ihm und gar nicht vor ihm, besser gesagt, sondern mit ihm gehen. Das, was der Imam macht, machen wir. Nicht, wir sehen von all dem ab, was passiert ist und beachten das gar nicht, noch sagen wir oder tun so, als würden wir es besser wissen als der Imam. Der Imam hat eine bestimmte Vorgehensweise und an die halten wir uns. Wir sprechen über die Taten, aber wir verfluchen nicht und wir beleidigen nicht. Das ist die Methodik des Imams, das ist die Methodik des Heiligen Korans. Und wir sind schon in der Zeit vorangeschritten, natürlich gibt es noch zahlreiche Beispiele und Ereignisse und Geschichten über den Propheten, über die Imame, wie sie mit ihren Feinden umgegangen sind. Wie ist Imam al-Hussein mit seinen Feinden umgegangen? Wie ist Imam amir al-Mu'minin mit den Feinden von Muawiyah und Sufin umgegangen? Als er seine eigene Armee hörte, wie sie die Armee von Muawiyah verflucht haben und beleidigt haben, besser gesagt. Und er sagte, ich mag es nicht, dass ihr zu denen gehört, die beschimpfen. Vielmehr sagt, was ihre Fehler sind. Imam al-Hassan, das haben wir vor kurzem in der, in der ähm, Lehre über Imam al-Hassan, im Vortrag über Imam al-Hassan a.s.w. erwähnt gehabt. Imam al-Hassan a.s.w., jemand kam aus Medina, hat ihn beleidigt und verflucht und seinen, seinen Vater beleidigt er sagte ich sehe du bist fremd hier brauchst du irgendwas zu essen brauchst du irgendwas zu trinken brauchst du irgendeine obdach willst du irgendwo schlafen komm gern zu mir du bist bei mir eingeladen so dass dieser Mensch der Medina betrat und er selber sagte ich betrat Medina und ich habe niemanden mehr gehasst als dich und dein Vater also zu Imam Hassan als dich und dein Vater und er sagte und ich verlasse nun Medina und ich liebe niemanden mehr als dich und dein Vater das ist die Ahlul Bayt, salam das ist ihre Methodik nun sind wir im Jahre 2023 in Deutschland angekommen und wir sehen, was jetzt der aktuelle Zustand der Anhänger der Schule der Ahlul Bayt hier in Deutschland ist. Diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, werden vielleicht den Zustand der Community von vor 10, 15, 20 Jahren, sage ich mal, kennen und wie er jetzt ist und was sich entwickelt hat. Damals, als ich beispielsweise mit, mit der islamischen Arbeit angefangen habe, wo ich vielleicht noch 16, 15, 16 war, damals gab es nicht wie heute Jugendprogramme und jede Moschee hatte ein deutschsprachiges Programm. Wir waren damals in einer Wohnung im fünften Stock, die nicht vermietet wurde, weil sie zu viele Dachschrägen hatte, haben uns einmal in der Woche dort getroffen mit meinem Cousin, einige Freunde, haben dort Koran gelesen, haben dort ein paar Bücher gelesen, haben dort selber Vorträge gearbeitet, weil es keine deutschsprachigen Jugendgruppen gab oder nur sehr, sehr wenige, dass in einer Moschee ein Vortrag auf Deutsch gehalten wurde, war ein Traum. Das, wenn, wenn man das damals äh, erzählt hätte, was heute üblich ist, hätte man die Leute ausgelacht. Das war damals überhaupt nicht üblich, dass in einer Moschee deutschsprachige Programme existiert haben. Aber wir sehen Schritt für Schritt hat sich die schiitische Community in Deutschland entwickelt. Die muslimischen schiitischen Programme haben sich entwickelt. Es hat sich immer mehr etabliert, dass es deutschsprachige Programme gibt. Und das hat natürlich vor allem, ähm, oder ist vor allem den Jugendlichen zugute gekommen. Wie viele Jugendliche gibt es, die zwar aufgewachsen sind und Arabisch sprechen und beispielsweise entweder Arabisch oder Türkisch oder Persisch oder was auch immer sprechen, aber wenn sie zur Moschee gehen, der Hodja, der Sheikh, der Sayyid vorne sitzt und spricht, sie verstehen kein einziges Wort von dem, was er sagt. Oder nur sehr wenig. Deshalb hat man relativ früh bemerkt, dass diese deutschsprachigen Programme relevant sind. Das heißt, das, was dann passiert ist innerhalb der letzten Jahre, es gab jetzt immer mehr Jugendprogramme auf Deutsch, es gab immer mehr Vorträge auf Deutsch, es gibt jetzt inzwischen deutschsprachige Gelehrte, die ausgebildet wurden, die Deutsch sprechen. Das heißt, da hat sich schon einiges getan und wir sind in dem Fall einen großen Schritt nach vorne gekommen. Natürlich gibt es noch die ältere Generation, die jetzt nicht unbedingt mit diesem Wandel einverstanden ist. Und ich war letztens, <laughs> ich war letztens in, äh, bei, einem, äh, bei einer Veranstaltung, wo ich eingeladen war zu einem Vortrag. Und habe dann erstmal angekündigt, okay, liebe Geschwister, geht erstmal Wudu machen, wir beten und dann fangen wir mit dem Programm an. Und da saß ein älterer Mann, ich mache ihn auch keinen Vorwurf, weil er, er kennt es nicht anders. Da saß ein älterer Mann und sagte: Red auf Arabisch, red auf Arabisch, die verstehen alle, die verstehen alle. Und ich wurde extra zu einem deutschsprachigen Programm eingeladen. Er sagt mir: er sagt mir Sprich auf Arabisch, die verstehen es schon alle. Und ich zeige auf einem deutschen Konvertierten, den ich zufällig kannte, ich, ich zeige zu ihm, ich sage, das ist ein deutscher Konvertierter, der ist zwei Stunden von seiner Stadt hierher gekommen, um den Vortrag zu hören. Was soll ich ihm sagen, wenn ich jetzt anfange, komplett auf Arabisch den Vortrag zu halten, auf Arabisch die Ansprachen zu machen? Wird er jemals wieder eine Moschee betreten? Er wird sich sagen, ich bin zwei Stunden gefahren, um einen Vortrag zu hören und am Ende ist alles auf Arabisch. Das geht nicht. Das heißt, diese, dieses Bewusstsein hat sich etabliert in den Gemeinden und auch bei den... Bei den meisten, nicht bei allen, bei den meisten Verantwortlichen der Gemeinden, dass deutschsprachige Programme relevant sind. Aber eines der größten Hürden, was wir derzeit haben, speziell als Anhänger der Schule der Ahlul Bayt, die dazu führt, dass wir immer noch nicht vorankommen, ist die Gelehrtenfrage. Der folgt diesem Marja, der folgt diesem Marja, der hat diese Ansicht, der hat diese Ideologie und wir sehen, innerhalb der schiitischen Community. Und wie gesagt, wir sprechen heute über die schiitische Community, nächstes Mal sprechen wir über die sunnitische Community. Wir sehen keinerlei Zusammenarbeit, Konkurrenzdenken, man reitet rum auf Probleme, die es vor 10 oder 15 oder 20 Jahren gab. Und so gibt es oder so sehen wir, dass die schiitische Hand in Deutschland, obwohl wir wenig sind, dass diese schiitische Hand extrem schwach ist, leider. Wieso? Weil jede Partei für sich jetzt ist. Der eine ist Khamenei, der andere ist Sistani, der andere ist von Fadlallah, der andere ist von Haidari, der andere ist Anti-Iran, der andere ist Pro-Iran, der andere ist eher die konservative Schule, der andere ist eher die Philosophieschule schule und so weiter und so fort. Und tausend unterschiedliche Richtungen hat man, gibt es gefühlt, aber keinerlei Zusammenarbeit, keinerlei Aktivitäten, die gemeinsam gemacht werden. Und wer freut sich natürlich? Die Salafi hier, die Ohabi hier. Die freuen sich natürlich, weil sie sehen, okay, wären die Schiiten vereint in Deutschland, glaubt mir, wir würden so stark sein, kein Salafi würde sich trauen, auch nur ein einziges Wort über die Schiiten zu sagen, weil sie wissen würden, die Schiiten sind eine einzige Hand, sie halten alle zusammen und dementsprechend kann keiner sich trauen, etwas über die Anhänger der Schule der Ahlul Bayt zu sagen, weil sie wissen, die Antwort kommt von allen Seiten, nicht nur von einer Seite, von allen Seiten. Und das Problem, was dazu geführt hat, dass es nicht diesen Zusammenhalt gibt, meiner Meinung nach und meiner persönlichen Erfahrung jetzt ist, dass wir Probleme aus unserer Heimat hierher geholt haben. Wenn es in unserer Heimat Probleme und Diskussionen über Ulaat al-Farid gab, haben wir die eins zu eins hierher transferiert und haben uns hier darüber gestritten. Mein Marja ist so und so, dein Marja ist so und so. Ich folge dem Gelehrten, ich folge jenem Gelehrten und so weiter und so fort. Und, da, und wie viele Freundschaften sind zerstört worden aufgrund dieser Probleme, die eigentlich niemals hier hätten so starke Ausmaße annehmen dürfen, das sind Probleme, die vielleicht in unseren Ländern gehören, hier in Deutschland haben wir ganz andere Probleme, während wir Muslime im Allgemeinen als Anhänger der Schule der al im Speziellen darüber streiten, welcher Marja besser ist, dieser Jugendliche, dein, dein Freund, dein Nachbar, der Sohn deines besten Freundes beispielsweise in der Schule, hat er kaum etwas von Religion verstanden. Denkt, ist es ist normal, wenn man homosexuell beispielsweise ist. Denkt, ist es ist normal, wenn man außereheliche Beziehungen hat und so weiter und so fort. Warum? Weil du dich mit diesen Fragen die ganze Zeit beschäftigst und die wirklich wichtigen Fragen komplett außer Acht gelassen hast. Und dann wundert man sich, warum ist unsere Jugend in die Irre gegangen? Warum kommt unsere Jugend nicht in die Moschee? Warum werden unsere Programme immer weniger? Weil wir nicht die wahren, richtigen Probleme angegangen sind. Und ich gebe es jetzt hier auch offen und ehrlich zu. Ich gebe offen und ehrlich zu, auch ich habe damals dieses Denken gehabt. Auch ich war in diesen Marjaiya-Streitereien verwickelt und ich habe immer Kamal Haidari verteidigt und äh, weil, ich, weil ich immer seine Ansicht war und äh, ich bin immer äh, provoziert worden, wenn jemand was gegen ihn gesagt hat. Ich hatte selber dieses Denken. Ich bin auch so groß geworden. Aber irgendwann wird man reifer, man fängt an nachzudenken, man Lernt zu schauen, was die wahrhaftigen, wirklichen Probleme sind. Wird es jetzt die Probleme der schiitischen Jugend in Deutschland lösen? Wenn ich jetzt allen beweise, dass Kamal Haidari der Beste ist, oder dass Sistani der Beste ist, oder Khamenei der Beste ist? Das wird keine Probleme lösen. Probleme löse ich, indem ich auf den Jugendlichen zugehe und schaue, was für Probleme er in der Schule hat. Mit welchen Vorwürfen er konfrontiert wird auf Social Media, die ihn vielleicht verunsichern. Ich gehe auf den Jugendlichen zu, der vielleicht Zweifel darüber hat, ob Allah subhanahu wa ta'ala existiert und rede mit ihm darüber. Ich rede mit dem Jugendlichen, dass das Gebet eine Säule der Religion ist, dass er das Gebet nicht vernachlässigen soll. Ich selber und ich gebe dies auch ganz offen hier vor allem zu. und wir haben hier auf TikTok 260 Zuschauer, je nachdem wie viele äh, dann später auf, ähm, auf YouTube das Video sehen. Ich bin auch so groß geworden hier. Ich habe auch diese Fehler gemacht. Ich hatte auch dieses Denken. Aber wir müssen endlich von diesem Denken wegkommen. Und ich habe für mich selber auch schon lange entschieden, das Einzige, was für mich jetzt eine Rolle spielt, hier in Deutschland, ist die Angelegenheit der Deutschen, der deutschsprachigen Jugendlichen hier in Deutschland. Der muslimisch-schiitisch-deutschsprachigen Jugendlichen. Ich bin weder Haidari, noch Sistani, noch Khamenei, noch sonst irgendwas. All die Sachen, das sind meine private Sachen. Bei wem ich Taglit mache, weiß sowieso inzwischen niemand mehr, Alhamdulillah. <laughs> Weil wem ich Taglit mache, ist meine private Sache. Ich sage es auch niemandem. Darüber rede ich auch gar nicht mehr. Das, was für mich in erster Linie eine Rolle spielt, ist die, sind die Probleme der Jugendlichen hier in Deutschland. Und wie beseitigen wir diese? Das ist das Einzige, was für uns alle eine Rolle spielen würde. Und wenn wir uns alle auf dieses Ziel einigen würden, glaubt mir, die Schiiten wären so stark wie niemand anderes. Ja, Alhamdulillah, wir haben einige aktive Geschwister hier, sowohl auf Social Media als auch an anderen Plattformen, die ihr Bestmöglichstes tun, um die Schule der Edelbeit an zu verteidigen. Ja, auch wenn wir bestimmte Meinungsunterschiede in der Methodik beispielsweise haben, würde ich niemals, niemals öffentlich kommen und sagen, diese Person, ich boykottiere seine Arbeit. Diese Person ist so und so. Warum sollte ich das tun? Diese Person hat seine eigene Methodik. Er ist zu dem Schluss gekommen, dass so wie er die Schule der Edelbeit verteidigt, dass das der richtige Weg ist. Mit welchem Recht komme ich und fange an, ihn zu kritisieren? Fange an, ihn schlecht zu machen, öffentlich. Ich kann privat meine Meinung haben, ja. Keiner zwingt mich, dass, dass alle Schiiten jetzt genau das Gleiche glauben müssen. Aber in der Öffentlichkeit müssen wir eine starke Hand sein. Deswegen hier an dieser Stelle wirklich ein Appell und ein Aufruf an alle aktiven schiitischen Social-Media-Youtuber: schickt diese Nachricht an alle, macht Screenshots, Screensharing, was auch immer, schickt es allen Ab heute. Für mich persönlich reiche ich jedem die Hand, der eine Zusammenarbeit haben möchte. Jeder, der die Einheit der Schia hier in Deutschland stärken möchte, wir sind bereit, diesen Weg zu gehen. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist, ab heute verzeihe und vergebe ich jedem Einzelnen, der... Ein schlechtes Wort über mich gesagt hat, der Lügen verbreitet hat, der irgendwelche Sachen über Be Verleumdung verbreitet hat. Ab heute alles ist für mich vergeben und vergessen. Ab heute schlagen wir ein neues Kapitel auf. Mir egal, ob ich vor zehn Jahren vielleicht einen Streit mit dem hatte, ob ich vor fünf Monaten einen Streit mit dem hatte, ob der mich in einem TikTok-Video beleidigt hat, ab heute ist für mich persönlich alles vergessen. Alles vergeben und vergessen. Ich trage niemandem etwas nach. Jeder, der sagt, ich sage La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Aliun Waliullah, ich bin dafür, dass die schiitische Jugend ich bin dafür, dass wir zusammenarbeiten und diese Jugend stärken. Ich bin dabei. Punkt. Anders kommen wir nicht weiter. Ich bin der Überzeugung, anders kommen wir nicht weiter. Und lass mich in Ruhe mit Diskussionen über Maraja. Das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Folge wem du willst, ist deine private Angelegenheit. Wenn ich mal mit einer Meinung nicht übereinstimme, weil du zum Beispiel sagst, ich glaube an die Verfälschung des Korans, sage ich, ich glaube nicht daran. Ich werde einen Beitrag dazu machen. Ich werde meine Beweise hervorbringen. Aber ich werde niemals anfangen, die und die Person öffentlich zu beschimpfen, zu beleidigen, zu schmähen, zu boykottieren, Namen zu erwähnen und so weiter und so fort. Wir reden über Manheit. Wir reden über den Weg. Wir reden über Ansichten und nicht über Persönlichkeiten. Das müssen wir endlich verstehen. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir als Schiit schiitische Community niemals weiterkommen. Und ich bin sicher, wir werden es schaffen. Lasst uns den heutigen Tag, jetzt nach dem heiligen Monat Ramadan, Lasst uns den heutigen Tag dafür nutzen, dass wir als schiitische Community, vor allem die aktiven Geschwister hier auf Social Media, dass wir alle eine Hand werden. Dass keiner mehr über den anderen Videos macht. Was ist, wie lächerlich ist es, wenn ich mich als Schiite hinstelle und ein Video über einen anderen Schiiten mache und ihn fertig mache. Wie lächerlich ist das bitte? Wie, wie niederträchtig muss das sein? Und dass ich diese Person auch noch namentlich benenne und Bilder von ihm zeige. Wenn ich mit seiner Ansicht nicht einverstanden bin, ja, kein Problem. Sprich über die Ansicht. Sprich nicht über die Person. Das ist etwas, was wir uns angewöhnen müssen, dass wenn wir über jemanden sprechen wollen, nicht ihn persönlich an den Pranger stellen und über ihn persönlich Videos machen, sondern über seine Ansicht. Er hat diese Ansicht verbreitet oder ist diese Ansicht. Ich bin nicht, ich stimme dem nicht überein. Ich mache ein Video, spreche nur über diese Ansicht und wieso diese falsch ist. Punkt aus. Mach das so viel du willst, keiner hält dich auf. Aber sei als Schiitische Community, eine Hand vor der Öffentlichkeit. Die Salafisten werden uns aufessen, wenn wir so nicht weitermachen. Unsere Jugend wird verloren gehen, wenn wir so nicht weitermachen. Deshalb heute ein Appell an jeden aktiven TikToker, Influencer, YouTuber, was auch immer, der den schiitischen Content verbreitet. Ab heute lasst uns alles vergessen, was in der Vergangenheit war und heute ein neues Kapitel schlagen, aufschlagen. Und ihr werdet sehen, wie viele Jugendliche sich freuen werden und sich dieser Bewegung anschließen werden. Ich bin sicher, wir können eine Welle auslösen eine Welle, die ganz Deutschland überrollen wird, die keinen Salafisten auch nur Zeit geben wird zu atmen, geschweige denn über Schiiten zu hetzen. Lasst uns uns probieren. Haben wir nicht Vorbilder wie Ali ibn Abi Talib Was fehlt uns, dass wir diesen Schritt nicht gehen können? Gibt es weiter? Und inshallah ergibt sich etwas. Ja, nun gibt es natürlich einige gängige Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und das betrifft in erster Linie die denkweise mancher schiiten gegenüber sunniten. Beispielsweise manche TikToker stellen sich dann hin und behaupten beispielsweise alle sunniten sind nawasib und nasibi ein nasibi zu sein ist schon eine extrem harte Aussage. Also ein nasibi ist jemand, der Hass und Groll gegen die al-ahle-beit al-Salam hegt. Frage, muss ich als schiite alle sunniten hassen, weil sie nawasib sind? Darf ich von ihrem Fleisch essen? Darf ich von ihren Frauen beispielsweise heiraten? Lieben die sunniten die Mörder der Al-Bait al-Salam? Wie soll ich als Schiite über Sunniten denken? Alle Gelehrten und alle anerkannten Gelehrten der Schule der Ahlul Bayt, sind sich darüber einig, dass die Allgemeinheit der Muslime, die Sunniten, Muslime sind. Sie sind Muslime. Wenn sie ein Tier halal schlachten, darf ich von diesem Fleisch essen. Es ist an sich erlaubt von den Sunniten zu heiraten Ja, auch wenn manche Gelehrte sagen Man soll im Vorfeld darüber nachdenken Wegen der Kindererziehung, ob es Probleme gibt oder nicht Das kann zu Problemen führen beispielsweise Das ist ein anderes Thema Aber prinzipiell, weil es Muslime sind Darf man von ihnen heiraten jetzt, mal, jetzt kommen manche und verbreiten halt wirklich Diesen Hass gegenüber Sunniten Sagen, Sunniten lieben die Mörder der Ahl al-Bayt al Sunniten lieben Abu Bakr Sunniten lieben Umar ibn Khattab Und Omar war beispielsweise verantwortlich für den Angriff auf das Haus Fatimas, deshalb weil Fatima beispielsweise dann daraufhin starb. Sie lieben Aisha, die im Kampf und Krieg gezogen ist gegen Amir al-Mu'minin Sie lieben Muawiyah, der äh, den Auftrag gegeben hat, Imam al-Hassan zu vergiften. Wie können Liebende dieser Persönlichkeit noch Muslime sein? Eine Sache müssen wir verstehen und ich hoffe, das werden wir heute verstehen. Eine Sache muss uns klar sein, die Allgemeinheit der Muslime, die Sunniten sind damit aufgewachsen, dass Persönlichkeiten wie Abu Bakr und Omar und Aisha und Khalid ibn al-Walid und Muawiyah großartige Persönlichkeiten waren, die den Propheten unterstützt haben, die den Islam vorangebracht haben. Sie glauben nicht daran, dass Abu Bakr und Omar beispielsweise der al-Bayt Schaden zugefügt haben. Ja, auch wenn es in ihren Büchern steht, auch wenn wir das beweisen können. Sie können es nicht glauben, weil sie damit groß geworden sind. Stell dir vor, du als Schiiter, jemand kommt zu dir und sagt beispielsweise, Imam Ali hat den Propheten widersprochen. Du würdest sagen, ist das dein Ernst? Imam Ali hat den Propheten, wie kannst du sowas behaupten? Er sagt doch, in deinem Buch steht das. Du sagst mir, selbst wenn es in einer Milliarde Bücher stehen würde, ich würde es nicht glauben. Das würdest du sagen. Wieso? Weil du damit aufgewachsen bist, dass Ali ibn Abi Talib der beste Schüler des gesamten Gottes war, dass er ihm niemals auch nur mit einem Buchstaben widersprochen hat. Es ist für dich nicht einmal möglich daran zu glauben, dass Imam Ali den Propheten widersprochen hat. Für einen Sunniten ist es so. Wenn du ihm sagst, Abu Bakr hat den Propheten geschadet oder Omar hat die al-Bayt angegriffen, Fatima angegriffen, Sie können sich nicht einmal vorstellen, dass so etwas passiert ist, weil sie damit aufgewachsen sind, dass Abu Bakr und Omar und Asha die besten Menschen waren nach dem Propheten Sallallahuale. Sie sind damit aufgewachsen. Das heißt du brauchst sehr viel. Geduld, sehr viel Einfühlsamkeit, sehr viel Feinfühligkeit, um, mit diesen, um, dieses Thema, ähm, um dieses Thema anzusprechen. Und wenn jemand kommt und sagt, ich liebe Abu Bakr, ich liebe Omar, heißt es nicht, er liebt sie, weil sie die Mörder der Ahl al-Bayt waren, weil Omar ibn Khattab Fatima angegriffen hat, weil Abu Bakr das Kalifat von Imam Ali gestohlen hat. Sie glauben nicht daran oder sie lieben diese Persönlichkeiten nicht, weil sie dies getan haben. Als bestes Beispiel geht zu einem irgendeinem Sunniten und sag ihm, was hältst du von einer Person, die die Tochter des Propheten tötet? Er sagt, Kafir, in der tiefsten Stufe des Höllenfeuers. Warum? Fatima ist die Herrin der Frauen der Welten, ist die Herrin der Frauen des Paradieses, steht in Bukhari drin. Und jetzt sagt sie ihm, aber Omar ibn Khattab hat das getan. Er sagt, Auzubillah, niemals hat er das getan. Wie kann er das tun? Nie im Leben. Sie glauben nicht daran, sie, es ist für sie schwer zu glauben, dass so etwas passieren kann, dass so etwas passiert ist. Deshalb musst du Geduld haben, wenn es darum geht, diese Sachen, an, äh, diese Sachen vorzuzeigen. Auch wenn es in deren Büchern steht, manche lesen sich das durch, glauben daran, ähm, forschen in dem Bereich und sind letztendlich dann davon überzeugt. Und dann kommen sie zum Weg der Ahlul Bayt, salam. Manche sagen, nein, das ist unmöglich, ich glaube nicht daran, fang nicht an. Und das ist übrigens eine Spezialität der Schule der ahl al Salam. Ich finde, die Schule der ahl hat ihre Stärke darin, dass sie nicht andere Rechtsschulen schwächen zu müssen, um Leute zu sich zu holen. Wir als Anhänger der Schule der ahl wir haben es nicht nötig, andere Rechtsschulen fertig zu machen, andere Leute fertig zu machen, damit wir Leute zu uns holen. Wir sehen zum Beispiel bei den Salafisten, bei den Wahhabiten, sie müssen erstmal alle anderen beleidigen, alle anderen als Kuffar abstempeln, alle anderen als Sendir und Abtrünnige, als Mubtadi'in, damit sie sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Nein, das haben wir nicht nötig. Wir haben Ali ibn Abi Talib a.s. Wir brauchen nur einen Vorzug von Ali zu erwähnen und die Herzen der Menschen werden zu ihm angezogen. Wir brauchen nur zu erwähnen, was Emir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib a.s. wie er mit seinem Mörder umgegangen ist, als er von ihm erschlagen wurde. Dass er gesagt hat, gebt ihm von dem zu trinken, was ich trinke, gebt ihm von dem zu essen, was ich esse und foltert ihn nicht, denn ich hörte den Gesandten Gottes sagen, foltert nicht und sei es ein streunender Hund. Und deswegen, die Imame der ahl sagten stets, zeigt unser Verhalten, zeigt unsere Worte, zeigt unsere, äh, zeigt, zeigt, uns, zeigt uns die ahl -Bait. denn wenn die Leute die Mahasen unserer Worte erkennen, unsere, die Süße unserer Worte erkennen, werden sie zu uns kommen. Wir brauchen nur der Welt die ahl vorzustellen und die Menschen werden davon angezogen. Wir brauchen, wir haben es nicht nötig, andere Rechte schon anzugreifen und fertig zu machen. Ja, das hat sich im Laufe der Zeit etabliert als Antwort auf Bestimmte Reaktionen, natürlich, das ist absolut normal. Wir haben Bücher wie Al-Murajat beispielsweise von Sayyid Sharafuddin al-Musawi, wo es einen respektvollen Umgang und einen Briefaustausch mit einem sunnitischen Großgelehrten gab, wo die sich immer wieder Briefe geschrieben haben, auf einer extrem höflichen Art und Weise. Und am Ende hatte der sunnitische Imam den schiitischen Islam angenommen, weil er davon überzeugt war. Das heißt, wir müssen in erster Linie Empathie zeigen. Wir müssen verstehen, warum glaubt der Sunnite das? Warum versteht er beispielsweise dies und jenes nicht? Und dann können wir auch viel besser darauf eingehen. Das heißt, nein, nicht die Mehrheit des Sunniten sind Nawasob. Die Mehrheit des Sunniten sind Muslime. Die Mehrheit des Sunniten beten Allah Subhanahu wa Ta'ala an, sie folgen dem heiligen Koran, sie folgen dem Propheten Ja. Sie haben bestimmte falsche Ansichten über den Propheten vielleicht. Vielleicht haben Sie eine andere Ansicht über Allah. Subhanahu wa und das ist ein böser Trend, der sich bei manchen schiitischen TikTokern, sage ich mal, etabliert hat. Und das, ist, das grenzt schon an Kufurfas. Was machen Sie? Ihr Sunniten, euer Gott, euer Allah ist ein Lügner. Euer Prophet ist ein So und So. Und Sie nehmen die schlimmsten Wörter, die man nutzen kann, und beleidigen Allah. Subhanahu wa beleidigen den Propheten. Was sagen Sie dann? Das ist aber nicht der wahre Allah. Das ist der Allah, an den die Sunniten glauben. Das ist der Allah, an den, oder das ist der Prophet, an den die Sunniten glauben. Du intellektueller Mensch. Dieser Allah ist einer. Wir glauben an einen Gott und Sie glauben an einen Gott. Nur weil Sie ihm vielleicht falsche Eigenschaften zuschreiben, oder weil Sie den Propheten falsche Eigenschaften zuschreiben, heißt es das nicht, dass es ein anderer Prophet ist oder ein anderer Gott. Das ist genauso wie wenn die Christen sagen, der Gott der Muslime und der Gott der Christen. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Allah subhanahu wa taala. Wenn du jetzt anfängst zu sagen, dein Gott hat im Koran gelogen, was sagst du damit aus? Was willst du damit aussagen? Das ist Kuf, du, du beleidigst Allah subhanahu wa taala, du beleidigst den Propheten sallallahu alaihi Du sagst dann ja, aber der Prophet, an den Sie glauben, ist nicht mein Prophet. Das ist der gleiche Prophet. Das ist der gleiche Prophet. Sie haben aber bestimmte falsche Eigenschaften, die Sie ihm zuschreiben. Kläre auf. Das ist so, als würde ich jetzt zum Beispiel sagen, Ahmad ist Zwei, äh, ein, ein Bruder, sage ich mal, ein Bruder, der jetzt zum Beispiel 1,70 groß ist, 1,80 groß ist, ich sage, dieser Ahmad ist zwei Meter groß und der Ahmad, das ist nicht der Ahmed, den ich meine. Das ist nicht der Ahmad, der, ähm, von dem ich rede. Obwohl es der gleiche ist. Der hat ihm nur eine falsche Eigenschaft zugeschrieben. Dieser Ahmed, den ich meine, der ist gütig, der ist karim, der ist großzügig und ich schreibe ihm eine andere Eigenschaft zu, beispielsweise, und sage, das ist der und der. Es ist die gleiche Person, nur weil ich ihm eine andere Eigenschaft zuschreibe, klone ich ihn nicht und mache eine zweite Person aus ihm. Das ist die gleiche Person, der ich eine falsche Eigenschaft zuschreibe. Das ist der gleiche Gott, dem ich vielleicht eine falsche Eigenschaft zuschreibe. Und wenn ich jetzt anfange, seinen Gott zu beleidigen, beleidige ich meinen eigenen Gott. Denk doch mal drüber nach. Wie kann man so. Und das ist wirklich Mode geworden. Und das kommt leider von einigen ähm, abtrünnigen Gelehrten die einen weißen Turban haben, die irgendwo außerhalb äh, Deutschland sitzen und die diesen, dieses Gift in der schiitischen Community verbreiten, die damit angefangen haben und Gott öffentlich beleidigen, den Propheten öffentlich beleidigen, die alles andere öffentlich beleidigen, sagen, ja, wenn ich Allah beleidige, ich meine nicht meinen Gott, ich meine deren Gott. Ihr okay, seid alle Muslime, was ist das für eine Methodik, was man hier macht? Deshalb aufpassen vor solch einer verdorbenen Methodik. Zu guter Letzt, weil wir jetzt schon wirklich sehr, sehr lange ähm, heute im Livestream äh, drin sind, eine letzte Frage: Kommen nur Schiiten ins Paradies oder nicht? Die wollen wir ganz einfach und kurz abschließen. Die Extremisten der Sunniten, also die Wahhabier, die Salafier, sie kommen und sagen: Nur wir kommen ins Paradies. Nur wir, die Salaf, die paar Leutchen hier auf der Welt, die jetzt besonders laut sind, wir kommen ins Paradies. Aber alle anderen kommen in die Hölle. Und nicht nur einfach so, ne, für immer in die Hölle, für immer, nie wieder raus. <laughs> Allah Subhanahu Wa Taala dieses gewaltige Paradies erschaffen. Nur für diese drei, vier, fünf Leute, die Salafisten sind, für Ibn Tamir, Ibn Qaym al Jauzir und seine Anhänger und das war's. Und alle anderen Muslime und so kommen alle in die Hölle. Glauben das die Schiiten auch? Sagen die Schiiten, dass nur sie ins Paradies kommen und die anderen kommen alle in die Hölle? Nein. Zum einen ist es ein ausführliches Thema, was man besprechen könnte, nämlich inwiefern das vielleicht auch auf Juden und Christen und so weiter trifft. Wie, wie sind die Verse zu deuten, die darüber sprechen, dass auch Juden und Christen zum Beispiel ins Paradies kommen? Das ist ein anderes Thema. Wir sprechen heute darüber, dass es nicht so ist, dass nur die Schiiten ins Paradies kommen. Auch Sunniten können ins Paradies kommen oder auch Sunniten kommen ins Paradies. Frage, ist aber das Paradies eine Stufe? Ist jemand, der die Wille von Emir al-Mu'minin nicht akzeptiert hat, gleich dem, der die Wille akzeptiert hat? Ich antworte mit den Worten des Fürsten der Gläubigen Ali ibn Abi Talib Und damit beenden wir inshallah ähm, die, die, diesen Vortrag. Es wird vom Fürsten der Gläubigen, Ali ibn Abi al-Islam, berichtet, dass er gesagt haben soll, wahrlich, das Paradies hat acht Tore. Durch ein Tor treten die Propheten und Wahrhaftigen. Und ein Tor, durch das die Märtyrer und Rechtschaffenen eintreten. Und fünf Tore, durch die unsere Schia und Liebenden eintreten. Und ein Tor... Durch das die anderen Muslime eintreten, welche bezeugen, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und keinen Funken Groll gegen uns, Ahlul Bayt, haben. Das ist das Kriterium. Sagt der Imam A.S., nur unsere Shia kommt ins Paradies? Nein. Aber es gibt bestimmte Stufen im Paradies. Ja. Diejenigen, die die Wilaya von Emir al-Mu'minin A.S. bezeugt haben, sie haben eine Vervollständigung der Religion. Das ist keine Sache, die wir behaupten. Der Koran sagt selber. Nach der Verkündung der Wilaya des Fürsten der Gläubigen Ali ibn Abi Talib a.s., nachdem der Prophet s.a.w. die Wilaya und das Imamat von Ali ibn Abi Talib verkündet hat, entsandte Allah diesen Vers, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Willst du die Vollkommenheit der Religion, akzeptiere die Wilaya von Ali ibn Abi Talib. So einfach ist es. So einfach ist es. Jemand, der aber kommt und sagt, ich akzeptiere nicht die Wilayah von Ali ibn Abi Talib, mir sind die Beweise nicht so stark. Ich sage La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ich liebe die Ahl-Bayt, ich habe keinen Groll gegen sie, ich bete, ich faste gemäß meiner Rechtschule. Komme ich in die Hölle? Der Imam sagt Nein. Du bist ein guter Mensch, du glaubst an Gott, an seinen Propheten, du hast dein Bestes gegeben, der Beweis ist nicht zu dir gekommen, der Beweis war nicht so stark für dich, dass du an ihn geglaubt hast. Es gibt für dich auch ein Tor, durch das du ins Paradies eintrittst. Ja, dieses Tor, diese Stufe ist nicht das der Shia von Ali ibn Abi Talib, die liebenden und wahrhaftigen Anhänger des Fürsten der Gläubigen, und ein Shia zu sein, glaubt nicht jeder, der sagt, er ist ja, Shia, dass er automatisch Shia ist. Wie viele Leute gibt es, die von sich behaupten, sie sind Schiiten und Shia von Ali ibn Abi Talib und sie sind die größten Feinde von Ali ibn Abi Talib. Sie sind diejenigen, die, die wenn Ali ibn Abi Talib am Leben wäre, sie die ersten wären, die er bestrafen würde, die er wegsperren würde, weil sie so viel so viel Schande und so viele Probleme über die umma bringen. Nicht jeder, der behauptet, er ist ein Schiite, der ist auch wirklich ein Schiite. Deshalb fünf Tore, durch das unsere Schia und unsere Liebenden eintreten und ein Tor, durch das die anderen Muslime eintreten, welche bezeugen, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und keinen Funken Groll gegen uns haben, gegen uns, die Ahlul haben. Also keine Nasibis sind keinen Hass gegen die Ahlbait haben und glaubt nicht, dass diese kleinen Kinder, die auf TikTok kommentieren, Shia dass diese Nawas, das sind kleine Kinder, die sind entschuldigt. Würde ich sie sehen, sagen, hey, komm her, du, du, ich habe Mitleid mit dir. Du hast deinen Abul Bara und deinen Sheikh Ibrahim. Du denkst, das sind äh, deine Vertreter. Du armes Ding, komm, ich zeige dir mal. So nach dem Motto, habt hab Mitleid mit diesen Leuten. Jemand, der die Wahrheit erkannt hat und diese absichtlich leugnet wie ein Ibn Taymiyyah, wie ein Ibn Qayyim al -Jawziyah. über den kannst du sagen, er ist ein Nasibi. Da habe ich gar keine Zweifel darüber, dass ein Ibn Taymiyyah ein Nasibi ist. Ohne Zweifel. Es gibt keinen Vorzug von Ali ibn Abi Talib, den er nicht ausgelassen hat, um ihn zu widersprechen oder zu widerlegen. Das ist ein Nasibi. Aber diese ganzen kleinen 99% der Leute, die auf TikTok unterwegs sind und schreiben Shia Shia Mushrikin, Shia, das sind Kinder. Kinder, sei es im, im körperlichen Sinne, dass sie wirklich Kinder sind, dass sie noch 15, 16, 17 sind, oder aber noch im Kopf Kinder, die nichts anderes kennen die nur ihren Abu baraa haben, die nur ihren Sheikh Ibrahim haben, die nur ihr Vogel haben und nichts anderes kennen. Sei du ihnen ein Vorbild und zeige ihnen, wer die Shia von Ali ibn Abi Talib sind. Wenn sie es nicht verstehen, ist es ihre Sache. Aber über diese Person kannst du nicht sagen, er ist ein Nasibi. Über jemanden, der mit dir diskutiert, kannst du nicht direkt sagen, er ist ein Nasibi. Ein Nasibi zu sein, ist ein schwerwiegendes Wort. Das dürfen wir nicht einfach so für jeden verwenden, der nicht unserer Meinung ist. Ja, wenn du ihm die Wahrheit aufzeigst und er tief im Herzen dran glaubt, das ist die Wahrheit, es muss die Wahrheit sein, aber aus, aus Hochmut, aus Arroganz will er das nicht akzeptieren. Er hat Groll gegen Ali ibn Abi Talib. Er kann es nicht ertragen, dass der Vorzug Alis erwähnt wird. Ja, so jemand, wenn er das wirklich tief im Herzen hat, der ist ein Nasrin, für den, der wird nicht mal das Paradies riechen. Ein Nasrbi wird nicht einmal das Paradies riechen. Nasrbi bedeutet, oder Nasrbi sind diejenigen, die Groll und Hass gegenüber den Ahlul Bayt A.S. im Herzen hegen. Diese werden nicht einmal das Paradies riechen, geschweige denn betreten. Aber die Mehrheit der Muslime sind keine Nasrbis. Und wenn wir Videos machen, sagen, die Sunniten also die Nasrbis, die Sunniten also die Kuffar, die Sun nein! Das ist genau die gleiche Methodik wie die Salafi, wie die Wahhabier. Uh, wir haben aber ganz andere Vorbilder. Unsere Vorbilder sind die Ahlul Bayt, die Ahlul Bayt sind die Verkörperung des Heiligen Korans. Und wir haben die Verse des Korans gelesen, wie wir mit Andersdenkenden umzugehen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es uns allen erleichtern, inshallah. Und akhiru da'wana, und alhamdulillahi rabbil alameen. salallahu ala muhammadin, wa ala baytin al al